Herr Mittelhoff, warum würden Sie denn sagen, dass Scheitern auch ein Geschenk sein kann? Oh, das ist eine wunderbare Frage. Derjenige, die Person, die gescheitert ist, ja, empfindet das in der Regel als die Strafe Gottes. Ja? Und erst wenn diese Person sich mit den Ursachen des Scheiterns befasst und dann erkennt, dass es einen Weg aus dieser schwierigen Situation heraus gibt, dann wird begreiflich, dass eigentlich in dem Scheitern ein Geschenk Gottes liegt. Nämlich das Geschenk für eine zweite Chance, das Geschenk für ein neues Leben, das Geschenk aus Fehlern zu lernen und zu erkennen und das Geschenk, den Weg zurück zum Glauben oder zu Gott zu finden. Weil es mir die Erkenntnisse gebracht hat, was falsch gelaufen ist, systematisch falsch gelaufen ist in meinem Leben. Und ich glaube, nur auf die Art und Weise, wie ich zur Besinnung gebracht wurde oder werden musste, ja, war es möglich, dass ich zu diesen Erkenntnissen kam. Sie sagen, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Warum? Ja, das ist natürlich eine Frage, die Sie zurechtstellen. Aber für mich verbindet sich damit auch das christliche Prinzip der Nächstenliebe. Und auch die Frage von Schuld und Sühne und die Frage Vergebung durch Gott. Ja, Sie können das natürlich noch weiter spannen, daraufhin für den Christen, ja, was Christus durch seine Bereitschaft, den Tod auf sich zu nehmen, von Erbschuld frei zu waschen und so weiter und so fort, verursacht hat. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, dass jemand, der eine christliche Einstellung hat, ja, als Wertegrundlage seines Lebens, doch eigentlich die Haltung haben müsste, dass ein Mensch, der seine Strafe erhalten hat, der Buße tut, ja, dann doch eigentlich die Chance für ein zweites Leben oder für eine zweite Chance haben sollte. Thema Glauben. Ich würde gerne mal mit Ihnen so eine kurze Reise machen durch Ihren Glauben. Also wie haben Sie als Kind geglaubt? Dann, wie haben Sie geglaubt in der Hochphase als Topmanager? Da habe ich gelesen, da haben Sie den Glauben auch manchmal mit Füßen getreten. Wie war es im Gefängnis und wie ist es denn heute? Ja, also als Kind, da war der Glaube kindlich bildhaft ausgerichtet. Ich bin in einem konservativ-katholischen Elternhaus groß geworden, Messdiener, Oberministrant sogar. Und recht reges, religiöses Leben zu Hause. Das waren die Prägungen, die ich so in der Kindheit hatte. Es war bildhaft auch die Vorstellung, Gott ist da. Das ist ein Gott, der strafend ist, katholische Prägung, ja? Weniger der liebende Gott. Ja? Und dann auch immer die Ausrichtung, was jetzt richtig, was ist falsch. Und dann so die ersten Probleme, jetzt gehe ich nicht mehr zur Beichte, weil ich schäme mich oder ich kann das nicht und so weiter. Und das führte dann dazu, dass ich ja über 40 Jahre nicht mehr zur Beichte gegangen bin letztendlich und erst im Gefängnis wieder. Dann kam die Phase, in der ich den Glauben und die Regeln des Glaubens in Teilen mit Füßen getreten habe. Da habe ich angefangen, Todsünden zu begehen, ja, die sukzessive meinen Charakter vergiftet und verfremdet haben. Und sodass ich dort eigentlich wurde zu so einem Abziehbild eines Managers. So, der Glaube heute wiedergefunden im Gefängnis, vor allen Dingen auch in Bethel, aber im Gefängnis im ersten Schritt ist eigentlich, erstens zu erkennen, jemand lenkt dich hier in eine andere Welt oder in ein anderes Lebensmodell. Das ist schwer zu beschreiben und ich weiß nicht, ob Ihre Seher das nachvollziehen können. Aber ein Gefühl zu haben, in einer Gefängniszelle zu sitzen und immer wieder zurückzuwollen zu dem alten Lebensmodell und jedes Mal, wenn man das tut, kommt die nächste Korrektur. Ja, das ist eine ganz erstaunliche Erkenntnis. Und das kann ich Ihnen wirklich sagen. Da gab es 7, 8, 9 Beispiele, wo ich immer wieder sagte, okay, das Problem hast du jetzt erledigt, jetzt geht's zurück so im alten Modell. Und sofort kam eine neue Korrektur. Ne? So, als sollte ich gezwungen werden, zu einer Erkenntnis zu kommen. So, und heute ist also mein Glaube mein Halt. In Ihrem Buch Schuldig, da berichten Sie über die Gefängniskapelle und dass Sie dort bei einer Messe waren. Was hat Sie in die Kapelle gezogen? Das war magisch. Also das war wie, also als wollte ich das Gefühl haben, Gott ist auch hier.
ja, im Gefängnis. Und ich habe Zugang zu Gott. Ja, ich war ja von allem abgeschnitten. Ich konnte nichts mehr selber entscheiden. Ich konnte nichts mehr selber bestimmen. Aber dann das Gefühl zu haben, du kannst jetzt hier einen Ort finden. Da sitzen zwar Wachbeamten mit Schusswaffen und Sprechfunkgeräten, aber an dem du den Zugang zu Gott finden kannst. Und der ist hier. Das war für mich, glaube ich, die entscheidende Triebfeder. Und in dieser Messe, die ich nie vergessen werde, ne, das können Sie sich vorstellen, das war ich so freudig dankbar, auch als ich die Messe dann verlassen musste und weggeführt, abgeführt wurde in meine Zelle, dass mir das sehr, sehr viel Kraft gegeben hat und eigentlich der erste Schritt zu einem neuen Glauben wurde. Ist es richtig, wenn ich sage, im Gefängnis, da wurde Ihr Glaube sozusagen wieder aktiviert? Ja, er wurde aktiviert, reaktiviert in einer anderen Form, als er vorher war. Vorher war es schon so, dass ich da so ein ungewöhnlicher Kerl war. Also wenn ich in New York war, bin ich sonntags immer in die Kirche gegangen. St. Thomas Cathedral, Fifth Avenue. Also das habe ich schon gemacht, aber es war rein formal. Es war, weil es Sonntag war und anschließend ging ich schick essen. So. Ja, so, ne? So gehört dazu, dass es ein ordentlicher Sonntag ist. Entertainment-Programm. Ne? Ja, und da war das natürlich eine völlig andere Konstellation. Ne? Sie haben geschrieben, Sie gehen auch an die Öffentlichkeit mit dem Buch Schuldig, um auch Kollegen oder junge Kollegen vor ihren Fehlern zu bewahren. Wie wäre das denn bei Ihnen gewesen in Ihrer Hochzeit als Manager? Hätten Sie irgendwas verändert, wenn Sie Ihr eigenes Buch gelesen hätten? Und hätte Sie das vielleicht auch vor Fehltritten bewahrt? In meinem speziellen Falle bin ich mir da eher unsicher, weil ich schon so abgeschottet und so unterwegs war. Wenn Sie jetzt sagen würden, wenn Sie jetzt im Studium das Buch gelesen hätten, hätten Sie mich auf jeden Fall erreicht. Da war ich ja noch mit meinem Ich-bin-ich-Prinzip unterwegs oder mit Anfang 30, bevor es richtig losging da bei Bertelsmann. Ja, wäre ich wahrscheinlich auch noch erreicht worden. Aber ich würde mal sagen, so mit 40 wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen. Da war ich schon so stark in diesem Konzernmodell, Karriere, Erfolg, Lebensstil und gefangen. Ich glaube, da wäre es mit mir schwierig gewesen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich erreiche heute auch DAX-Vorstände. Ja, wie ich aufgrund der Reaktion, die ich erfahre, weiß. Ich würde gerne mal ein kurzes Gedankenspiel mit Ihnen machen. Wir gehen 10 Jahre zurück. Da war vom Thema Schuldig noch nichts auf dem Plan. Was würden Sie denn Ihrem 10 Jahre jüngeren Ich sagen? Also, ich würde sagen, ich nehme dich an die Hand und bitte dich darum, für eine gewisse Zeit innezuhalten, die ich nämlich benötige, dir klarzumachen, dass du in die genau falsche Richtung läufst. Und wenn du das nicht korrigierst, du dafür einen sehr hohen und einen ständig wachsend höheren Preis zahlst. Als Topmanager standen Sie immer im Mittelpunkt, wurden hofiert, dann der Bruch in der Gefängniszelle. Sie beschreiben das wie ein klosterähnliches Leben. Wie war das Leben für Sie in der Zelle? Ja, es war erstmal ein Schock, aber unheimlich heilsamer. Und ohne Schock. Und noch viel heilsamer ist es eigentlich in einer Behindertenwerkstatt. Weil sie betreten die Behindertenwerkstatt und sind dann in diesem Mikrokosmos, ja, irgendwie ein Bestandteil. Und die Behinderten entscheiden, wie sie mit diesem Bestandteil und mit ihnen umgehen. Und wie sie die jeweilige intrapersonelle Interaktion gestalten. Ja. Und das ist schon, da kann man viel lernen. Aber das hätte Sie doch wahrscheinlich zu 0% interessiert, als Sie noch durch die Welt gechattet sind, oder? Nie, nie. Und es war auch für mich früher immer so, das Stichwort Inklusion lief immer unter dem Aspekt, ja, muss man jetzt halt und Sozialverantwortung. Heute, wenn Sie mit mir darüber diskutieren, sage ich, wir sollten uns auch mal fragen, was eigentlich behinderte Menschen denjenigen geben, wenn sie bereit sind, mit denen zusammenzuarbeiten. Ne? Mia, was war das konkret? Was haben Sie ihnen gegeben? Wärme. Ja, ganz überraschende Verhaltensweise und Erkenntnisse. Ja? Und ein Verständnis dafür, was eigentlich wichtig ist im Leben. Ja? Dann wird einem schon klar, was man für ein Idiot war, dass man meint, und dann muss man nochmal Millionen ausgeben für irgendwas, was überhaupt gar keinen Nutzen mehr hatte, ja? Einen Nutzenbeitrag hatte. Also da habe ich viel gelernt. Früher standen Sie als Topmanager im Mittelpunkt, jetzt wieder durch Ihr Buch.
Nehmen Sie das jetzt anders wahr als früher noch als Topmanager? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil das unterstellt man mir natürlich, dass man sagt, so, das ist jetzt so wie die alte Welt, das hat er jetzt geschickt so rübergerettet. Nee, das ist aber tatsächlich praktisch empfunden, bewertet, völlig anders. Die Tatsache, mit Ihnen jetzt zu reden, erfüllt einen Zweck und ein Ziel. Ja? Ich möchte Menschen erreichen und denen Mut machen. Ja? Und ich möchte denen auch den Mut machen, wenn sie irgendwo ein Scheitern erleben, dass sie den Mut haben, in sich selber zu gehen. Ja? Und auch den Mut haben, das auszusprechen, dass sie da halt Fehler gemacht haben. Und glauben Sie mir wirklich, es gibt viel, viel schönere Dinge, gäbe es auch heute, schöner in Anführungszeichen, für mich. Ich könnte viel besser über Internet reden oder über irgendwas, als über die Ursachen, meine Fehler, meines Scheiterns. Ja, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig und strengt auch ungeheuer an. Aber es gibt mir trotz dieses Kräfteverbrauchs ein unglaublich gutes Gefühl. Das heißt, daraus ziehen Sie auch Energie oder sind das andere Sachen? Ich glaube, dass das richtig ist, was Sie sagen. Ich ziehe daraus eine positive Energie, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Menschen helfen.